Und ich sage hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu Tropico 5. Ja, bis jetzt gab es ja sonntags immer Tropico 4 und ich habe gedacht, jetzt switche ich mal um. Das hat mich die ganze Zeit immer so angelacht. Und ja, jetzt wechseln wir einfach. Ich habe jetzt Tropico 4 mal pausiert. Ein bisschen was haben wir da ja schon gesehen. Ich würde jetzt gerne das Neue starten und da starten wir auch rein ins neue Spiel. Und das Tutorial habe ich schon offscreen gespielt, einfach um zu gucken, aber es hat sich so viel gar nicht verändert. Also das, ja, brauchte man nicht aufnehmen oder so. Es wäre unsinnig gewesen. Wir starten also in die Kampagne hinein, die Welt verändern. Ja, das machen wir. Ihr seht, ich habe, weil ich ja hier schon das Tutorial und so gemacht habe, es gibt schon eine Familiendynastie hier. Die nehmen wir. Es gibt Menschen, deren Namen und Familiendynastien ganze Jahrhunderte überdauern. Ich bin einer von ihnen. Neue Welt, neue Möglichkeiten, keine Grenzen. Meine Insel kann alles werden, was ich will. Sie könnte ein Bauernparadies sein, mit Feldern bis zum Horizont und prall gefüllten Marktplätzen. Oder sie könnte eine Wiege der Industrie sein, mit Schornsteinen bis in den Himmel und Häfen, an denen Schiffe exotische Waren verladen. Oder sie könnte der Himmel auf Erden sein. Ein Magnet für Reisende aus aller Welt, die hier Spaß und Zerstreuung finden. Doch im Moment ist sie nur ein bettelarmes Stück Land inmitten des Meeres. Zeit, an die Arbeit zu gehen! Ja, ich freue mich! Ich freue mich sehr! Was haben wir denn jetzt? Die Welt verändern. Okay, Mission, eine neue Ära. Ach so, Wirtschaft, Mittel, was ist denn? Okay, Schwierigkeit, Wirtschaft. Oh, ich würde, ihr kennt mein Skill in dem Spiel, ne? Ich gehe mal von Mittel auf Niedrig, Politik auch. Auf niedrig, auf ganz niedrig nicht. Wir probieren das erstmal aus. Naturkatastrophen eher selten, bitte. Ach so, und dann haben wir hier jetzt zwei Inseln. Kaya de Fortuna und Bao Bao. Ach, finde ich eigentlich beide hübsch, ne? Hier ist halt ein bisschen grüner. Ich glaube, wir nehmen trotzdem Bao Bao, oder? Ach, ich weiß es nicht. Ach, da geht's doch schon los, ne? Bei Tropico 4 musste ich nichts aussuchen. Wir nehmen Bao Bao. Schön so Sandstrand und so. Finde ich toll. Werden wir wahrscheinlich in der ersten Kampagne kein Stück brauchen, aber macht ja nichts. Ich freue mich trotzdem. Ich freue mich so sehr, jetzt da in das Spiel reinstarten zu können. Ich kann es gar nicht sagen, ne? Also es ist wirklich. Die ganze Zeit ist es ja schon auf meiner Festplatte. Oh, es geht los. Ein blühendes und wildes Land. Meine neue Heimat. Schön und volle Verheißungen. Ein neuer Start. Weit weg von der Politik der alten Welt. Eine Chance, ganz von vorn anzufangen und die Dinge zu tun, wie ich es will. Ich habe das schlechte Wetter und die eingefahrenen Wege meiner alten Heimat satt. Ich brauche einen Klimawechsel. Ich wurde zum Gouverneur dieser Insel ernannt. Nicht, dass sich jemand um den Posten gerissen hätte. Meine einzigartige Vorgehensweise wird diese Kolonie zum reichsten Ort der Karibik machen. Wie schwer kann das schon sein? Alles, was man braucht, sind ein paar Bretter, ein paar Nägel und einen treuen Ratgeber, den man anschreien kann. Ja, sehr, sehr nett. Sehr nett. Eine neue Ära. Ja, das ist doch willkommen sehr schön. In der Karibik, Gouverneur. Ja, guten Tag. Erlauben Sie mir, mich vorzustellen. Ja, bitte. Ich bin Lord Oaksworth. Ja, schönen guten Botschafter Tag. Seiner Majestät in diesem Teil der Erde. Was soll denn das heißen? Ne? Also das klang jetzt aber schon abwertend, ne, Mr. Oaksworth, ne? Seine Majestät hat Ihnen ein mehrjähriges Mandat übertragen, in seinem Namen diese Kolonie zu regieren. Erfüllen Sie die Aufgabe seiner Majestät, dann stelle ich sicher, dass Sie als Gouverneur etliche Mandatsverlängerungen erhalten werden. Ja, okay. Da sei vielleicht zur Erklärung gesagt, wer jetzt, das habe ich ja im Tutorial jetzt schon gesehen, hier geht es tatsächlich dann daran, man ist am Anfang eine Kolonie, man ist in dieser Kolonialzeit und die Unabhängigkeit, so kann man
einreichen oder erreichen, wenn man die Zufriedenheit auf 50% hat. Ansonsten bleibt einem nur eine begrenzte Zeit. Da wo mein Mauszeiger jetzt rumschwirrt, eine begrenzte Zeit der Regierung, weil man sonst abgesetzt wird. Und der nächste würde kommen von dem, in dem Fall halt von Britannien. Ja, was haben wir hier denn jetzt Schönes? Jetzt muss ich doch mal gucken, was ist denn hier hinten? Ach so, da laufe ich rum, guck mal. Oder was ist das hier? Was jetzt? Ach so, ach, jetzt ist das der Kerl. Ich habe mir eigentlich... Ich wollte eigentlich eher die Tusnelda sein. Ja gut, okay, wir gucken mal. Da sind Baracken, das ist Baubüro. Was ist das noch hier? Transportbüro, Baubüro... Und was haben wir für eine Farm? Eine Maisplantage. Übrigens hier sehr schön, finde ich, sieht man auch, ich mache jetzt hier mal auf Play, sehr schön sieht man hier auch, jetzt sieht man, wie viele Felder die so braucht, ne? Also das finde ich schon ganz cool, muss ich sagen. Man kann hier jetzt auch verschiedene Sachen einstellen. Man kann einen Manager einstellen, der dann Auswirkungen hat. Das habe ich halt im Tutorial schon gesehen und das gefällt mir tatsächlich auch ganz gut. So, jetzt müssen wir mal gucken. Was ist denn hier? Sind ein paar Grüße, Missionen. Mein Lieber. Ja? Ich habe heute einen guten Handel für Sie. Ja, was denn? Als Vertreter der Krone kann ich Ihnen Ihre eigene Handelslizenz anbieten. Na, das ist ja großzügig. Ich kann Ihnen unser Silberpaket anbieten, das eine Handelslizenz und ein kostenloses Handelsschiff beinhaltet. Allerdings würde ich einem Mann wie Ihnen das Platinpaket empfehlen. Es beinhaltet nicht nur das komplette Silberpaket, sondern... hat nicht nur ein, nicht nur zwei, sondern drei spezielle Handelsangebote, mit denen Sie gleich loslegen können. Belohnung, Handel freischalten und ein kostenloses Handelsschiff. Also ich weiß auch nicht. Das 4000 ist halt schon, puh, wa? Finde ich, ist schon ganz schön. Handelslizenz von den Holländern kaufen. Kostet nur 500 und ich verliere Beziehungen zur Krone. Das ist übrigens sehr gefährlich, da Beziehungen zu verlieren, dann können die einen früher absägen. Ich nehme das Silberpaket. So, was haben wir hier noch für eine Mission hier an unserem coolen Palast? Guck mal, schaut der nicht so toll aus? Oh Gott, ist das schön. Okay. Seine Majestät braucht Geld, um einen neuen Unterwasserpalast zu errichten. Ja, das ist ja auch wichtig, finde ich total wichtig. Er will, dass Sie Geld anpflanzen. Ich? Ich meine... eine dieser Getreidesorten, an der man gut verdienen kann. Ah ja, Wenn Sie Wünsche seiner Majestät erfüllen, erwarten Sie eine Mandatsverlängerung und andere Belohnungen. Bauen Sie eine Plantage mit Zuckerrohr und Ihr Mandat wird um 6 Monate verlängert. Ja, das muss ich ja wohl annehmen. Ach, hier ist auch die El-Präsidente-Frau, guck mal. Lieben Sie Ihre First Lady etwa nicht? Doch, natürlich, die First Lady ist überhaupt beste ever. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir auch mal an. Wir brauchen Nahrung auf jeden Fall, Wohnraum und Sachen zum Exportieren, damit wir Kohle haben. Und ich finde das neue Menü übrigens tatsächlich sehr viel damafreundlicher wie das vorherige, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Also das gefällt mir um einiges besser, weil es einfach... Ach, hier, guck mal, kann man doch schon schön bauen. Weil es einfach wesentlich übersichtlicher ist. Oder kommt mir das nur so vor? Ich weiß nicht, der ein oder andere von euch hat das ja nun auch schon gespielt. Guck mal, wir bauen das mal gleich hier hin, wa? Hat das ja nun auch schon gespielt. Und ja, ich finde das tatsächlich einfach wesentlich übersichtlicher, muss ich sagen. Aber gut, ich bin auch die Verplantheit von Personen. Vielleicht haben die da ein bisschen an mich gedacht. Ich finde, grafisch hat sich gar nicht so viel getan, ne? Also es sind mehr Details da, ne? Das muss man schon sagen. Guck, wie sie da jetzt ankommen und bauen hier mit den rennenden Wagen. Das ist so geil. Das mag ich einfach total sehr. Sehr schön. Musik ist, gigantisch wie immer, ne, würde ich sagen. So, und damit wir genug zu essen haben, wollte ich eigentlich noch einen Fischereihafen bauen. Der ist nämlich auch nicht so teuer. Und, na, so. Ja, so passt es doch hinein, ne? So würde ich sagen. Ja, so. Und dann bauen wir da noch gleich eine Straße hin, weil dann haben wir da ein bisschen was für unsere Leutchen schon mal zum Essen, ne? Ach, da ist eine Mine, da könnte ich eine Mine setzen. Okay, ja gut, nee, das brauchen wir jetzt wohl nicht, ne? So. Einwandfrei. Was ist denn das für eine Mine? Ressource Eisen. Ah, okay.
Menge übrig, okay. Da habe ich mich auch noch gar nicht, das wird es hier wahrscheinlich geben, ne? Ach, das gibt es erst im Kalten Krieg. Ach, da wäre ein Bergwerk. Ach, und da braucht man Technologie. Ja, das ist auch was, was neu ist, die Technologie. Tatsächlich, die gab es ja in Tropico 4, glaube ich, auch nicht. Also seine königliche Majestät hat mir aufgetragen, ja? Ihnen dieses Anerkennungsschreiben für Ihre Erfolge im Namen des Königreichs zu überreichen. Ja, das ist ja sehr nett. Seine Majestät ist mit Ihrem Fortschritt zufrieden. Um sich erkenntlich zu zeigen, hat er Ihr Mandat verlängert. Außerdem können Sie das Anerkennungsschreiben gegen einen dieser fabelhaften Belohnungen eintauschen. Staatszuschuss $5.000. Persönliches Geschenk $5.000 auf Schweizer Nummernkonto. Zusätzliche Mandatsverlängerung um 12 Monate oder neue Kolonisten. Da gibt es dann 10 Bürger dazu. Ich nehme den Staatskassenzuschuss. Gerade am Anfang kann man das immer brauchen. Technischer Fortschritt ist ein Weg zur Autonomie, ja. Gouverneur. Ja. Wir brauchen mehr Wissenschaftler, die über wichtige Dinge nachdenken und Neues entdecken. Ja. Die Erforschung neuer Technologien erlaubt uns, unsere Wirtschaft und Gesellschaft zu verbessern und die Ketten unserer Herrscher zu sprengen. Forschungsgebäude benötigen ausgebildete Arbeiter, die sie möglicherweise im Ausland finden und anstellen müssen. Aufgabe: bauen Sie eine Bibliothek. Belohnung: Sie erhalten mehr Aufgaben. Ja, natürlich. Weil wir wollen ja hier schon ein unabhängiger Staat werden und nicht mehr abhängig sein von Großbritannien. Deswegen, aber bevor wir uns jetzt hier an die Bibliothek machen, wir sehen hier schon, das ist hier ziemlich, die Wohnsituation ist schon bitter, ne? Also hier kann man jetzt dann auch gucken, ach so, hier gibt es jetzt dann auch, nämlich in der Politik sieht man, es gibt nur 2 Fraktionen hier derzeit, das sind die Königstreuen, da sind wir halt momentan etwas verhasst und die Revolutionäre, da passt es einigermaßen. Und jetzt kann man hier nach wie vor die Beliebtheit, also diese Zufriedenheit angucken. Sicherheit ist Gesamtzufriedenheit 14, ist halt gar nichts, ne? Sicherheit 45, Unterhaltung fehlt halt, Nahrung geht so, Gesundheitsversorgung ist nicht so toll. Also wir werden uns jetzt erstmal den Dingen zuwenden, wo wir auf Null sind. Das ist Unterhaltung, Gesundheitsversorgung und Religion. Und wir fangen auch mit Religion an, würde ich sagen. Ich bin mal gespannt, ob wir hier nachher dann auf bekannte Gesichter stoßen werden, so wie Vater Esteban zum Beispiel. Ne? Den habe ich einfach auch sehr, sehr geliebt. Stell mich hier in die Kirche. Ne? So. Habe ich einfach auch sehr, sehr geliebt in dem ersten Teil. Und ja, wäre schon cool, wenn der wieder auftauchen würde. Hier. So, guck mal. Da. Die Ziegelsteinchen, ne? Also das ist schon so, so lieb ausgearbeitet. Das gefällt mir schon echt arg. Sehr cool. Ja komm, wir machen mal schneller, dass hier unsere Mission, unsere Kirchenmission fertig wird. Ne? So. Achso, guck, da kommt der Dampfer angerauscht. Der sieht übrigens auch total toll aus. Können da ja mal hinhuschen. Ach, da kommen wir gar nicht ganz hin. Da müssen wir von hier gucken. Okay. Da kommt er. Hoho. So ein Raddampfer, ne? Sehr cool, oder? Das gefällt mir echt. So, der wird jetzt zu unserem Hafen fahren. Ach, siehst du, der Fischereihafen ist auch schon fertig. Da ist das Wasser ist auch schön geworden, ne? Mit den Reflektionen und so. Hier die... Ja, guck mal, ist das... Guck mal, wie das auch so... Das schaukelt so nett und jetzt kommt da der Kran. Wir sind die Schatten, die die, ja, Welt bewegen. Wir herrschen im Verborgenen. Wir sind die Retter der Menschheit. Wir sind der Orden. Und Sie werden einer von uns sein. Ich habe Ihre Karriere mit Interesse verfolgt, Gouverneur. Ich spüre Ihr großes Potenzial. Allerdings ist es nicht so einfach, dem Orden beizutreten. Erst müssen Sie beweisen, dass Sie... was Sie können. Gewinnen Sie Ihre Unabhängigkeit von der Krone, dann sind Sie einer von uns. Aufgabe: erklären Sie die Unabhängigkeit. Belohnung: Sie gewinnen die Mission. Tipp: um die Unabhängigkeit zu erklären, muss Ihre Beliebtheit größer um 50% sein. Das erreichen Sie, indem Sie die Zufriedenheit der Bürger Ihrer Insel erhöhen und den Kreis der Revolutionäre vergrößern. Ja. Guck mal, jetzt nimmt er hier nämlich die Kiste und dann wird das Schiff beladen. Ist das toll oder ist das toll? Und, ach, das ist auch neu. Das finde ich auch sehr, sehr cool. Hier, wenn dann irgendwas Neues passiert ist, dann bekommt man hier so ein kleines Picture-in-Picture.
Das finde ich auch eine total geniale Sache. Also das gefällt mir auch richtig arg. Also das ist sehr, sehr schön. Ja, so. Die Wohnsituation ist, ja, wie gesagt, nach wie vor bescheiden. Ich glaube, da werden wir jetzt auch was dran ändern. Kirche haben wir. Wohnsituation müssen wir noch was tun. Aber ich würde sagen, wir drücken jetzt hier brav auf Pause und lassen unseren... Ach, drei Bürger haben Tropico verlassen. Ach Mensch, das ist natürlich nicht schön. Ja, aber wir werden uns im nächsten Part darum kümmern. Hier sind auch noch neue Missionen aufgeploppt. Auch die schauen wir uns im nächsten Part dann mal an und gucken, dass wir die der Unabhängigkeit ein Stückchen näher kommen. Ich freue mich jetzt auf dieses neue Projekt, auch wenn es, wenn ich dafür das andere pausieren musste. Ich hoffe, ihr freut euch ein bisschen mit und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Tropico 5. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Ciao, ciao.